Ich bin zutiefst besorgt über das, was hier geschieht. Es begann, als wir einen Spion enttarnten und ergriffen. Einen Mann, der sein Verbrechen zugab und sich dafür verantworten wird. Aber damit war die Jagd nicht beendet. Ein anderer Mann, Mr. Simon Tarsus, wurde vor Gericht gestellt und es war ein Gericht. Ganz egal, wie andere es auch nennen mögen. Der Prozess basierte auf Andeutungen und Vermutungen. Nichts Substanzielles wurde gegen Mr. Tarsus vorgebracht, geschweige denn Beweise. Mr. Tarsus' Großvater ist Romulaner. Und aus dem Grund steht er jetzt vor den Trümmern seiner Karriere. Sind wir denn plötzlich so furchtsam geworden? Sind wir denn so feige, dass wir das Leben eines Mannes vernichten müssen, weil teilweise das Blut eines Feindes in ihm fließt? Admiral, lassen Sie uns nicht Simon Tarsus verurteilen oder sonst irgendjemanden aufgrund seiner Abstammung und spüren wir niemandem nach wegen einer harmlosen Kameradschaft. Ich beschwöre Sie, machen Sie nicht weiter mit diesem Verfahren. Beenden Sie es. Ich frage mich, wie Sie nachts ruhig schlafen können, obwohl Sie so viel Zerstörung verursacht haben. Ich stelle Ihre Handlungen in Frage, Captain. Ich stelle Ihre Entscheidungen in Frage. Ich stelle Ihre Loyalität in Frage. Wissen Sie, als ich ein Schuljunge war, habe ich einige Worte gehört. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Diese Worte wurden ausgesprochen von Richter Aaron Satie als Weisheit und Warnung. Wenn die Freiheit irgendeines Menschen zum ersten Mal beschnitten wird, ist das ein Schaden für alle. Ich fürchte, dass heute... Wie können Sie es wagen? Sie, der Sie mit den Romulanern verkehren, nehmen den Namen meines Vaters in den Mund, um Ihre verräterischen Argumente zu stützen. Das ist eine Beleidigung für alles, was mir teuer ist. Und Sie benutzen diese Worte, um die Vereinte Föderation der Planeten zu beseitigen. Mein Vater war ein großartiger Mensch. Sein Name steht für Integrität und Prinzip. Sie beschmutzen seinen Namen, wenn Sie ihn aussprechen. Er liebte die Föderation, aber Sie, Captain, Sie korrumpieren sie. Sie wollen nur unsere Lebensweise zugrunde richten. Ich werde Sie als das entlarven, was Sie sind. Ich habe schon größere Männer als Sie vernichtet, Picard. Nackt. Das ist gut. Admiral Satie hat bereits die Enterprise verlassen. Wir glauben, so fortschrittlich zu sein. Folterungen von Ketzern, Hexenverbrennungen halten wir für Geschichte. Und dann, bevor man sich versieht, droht plötzlich alles wieder von vorne anzufangen. Ich glaubte ihr. Deshalb half ich ihr. Ich habe nicht erkannt, was für ein Mensch sie war. Mr. Worf, Schurken, die ihre Schnurrbärte zwirbeln, sind leicht zu erkennen. Diejenigen aber, die sich in gute Taten kleiden, sind hervorragend getarnt. Ich denke, nach dem gestrigen Vorfall werden die Menschen ihr nicht mehr so bereitwillig vertrauen. Das mag sein. Aber sie oder jemand wie sie wird immer da sein und auf den richtigen Moment warten, um an die Macht zu gelangen und Furcht zu verbreiten. Im Namen der Rechtschaffenheit. Wachsamkeit, Mr. Worf. Das ist der Preis, den wir kontinuierlich zahlen müssen.